Auch. Ja, mach ihn. Traube schon sehr. oder Chaban. Ja. Und ich bin sehr froh, dass ich gekommen bin. Viel Kalapacha essen, viel Chorba, Meljamak Chorba sie und alles weitermachen. Ja, noch nie bevor. Ja. Hier sind ihn alle, egal wer kommt, ich sehe ihn komplett. Wenn nicht, musst du Bescheid sagen. Heute, Bre, Gesundheit ist wichtig. Ich mach mich fit bei FitX. Heute, Bre, ich mach mit nur mit einem Auge. Nur mit meinem Auge, Bre, heute, amigo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Sultan, immer Abu Sultan, Khashni-Therapie ist die gleiche Khashni-Therapie. Kammaken Abu Sultan, Khashni-Therapie, Darbat Abu Sultan, Osmanische Therapie, Osmanische Tadawi auch auf Türkisch. Wie immer, Dittikon, Schweiz, Zürich, Abu Sultan da noch ein paar Stunden und hai bei ma salami, ya hammame, wa ala kubri 6. Oktober. Haben wir hier eine Türke, Jackie Schone. Der will auch erklären, was hast du für Probleme und sowas. Ja. Kannst du auch alles erklären? Also ich habe schon seit Jahren, seit ich klein bin, schlimme Schulterschmerzen. Ja, bewegen, ich kann jetzt so mal zeigen, das kann ich sehr gut. Und da, mit Schmerzen, wenn du das machst? Ja, da muss ich schon so nach hinten gehen, um die Schmerzen zu fühlen. Ja. Sonst, ich bin gelenkiger Mensch, ich kann eigentlich alles machen und so, aber ich trage die Schmerzen schon. Die Hauptproblem, wo ist Kopf, der letzte, der, ja, also zwischen Brust und Halswirbel ist irgendetwas komisch. Ja. Und ich muss immer so knacksen, so nach hinten und das vielleicht mehrmals am Tag. Ja, dann willst du komplett überholen, ja. Knochen überholen. Also, das heißt, du knackst dich selbst? Viel leider. Abu Sultan hat ja auch gesagt, man sollte das selbst nicht machen, wenn man keine Erfahrung hat. Nicht gut, wenn der viele knackt. Was für Erfahrung hast du dabei? Okay, wenn ich zum Beispiel am Morgen aufstehe, dann ist es so, dass, kann ich sagen, ich kann so leben mit dem Zustand nach dem Aufstehen, aber dann kommt schon so, dass ich mal vielleicht Klimmzüge mache oder beim Arbeiten kommt es einfach so mal. Trockene Gelenke oder so. Kann man sowas sagen? Vielleicht schon so, aber auch wie, um das ein bisschen, alles so gut wie möglich, was halt ich selber machen kann, zu machen, muss ich zum Beispiel Klimmzüge und loslassen und dann macht es mit der Schulter. Oder mit Kopf kann ich so auch ein bisschen und das tut mir auch gut. Aber mit dem Kopf muss ich sagen, linke Seite ist viel besser als rechte Seite. Und rechte Seite kann man nicht so gut knacksen bei mir. Hast du was irgendwo taub, brennt, krabbelt, eine Seite da? Ja, alles bei Schulter, ich glaube, das ist Teres Minor Major, irgendetwas. Schulterblatt da? Ja, das 100%. Aber bis zum Hals irgendetwas dazwischen auch. Kein Problem. Also wenn er sich selber knackt, wird er jetzt das Knacken von, oder die Art, was Abu Sultan macht, alles selber jetzt spüren. Ja. Und dann kannst du selber beurteilen, ob da wirklich ein großer Unterschied ist oder nicht. Und noch andere Sachen. Dieser Mann, der knacken viel selber. Ja. Der knacken ist es einmal im Monat, einmal ein paar Monate ist gut. Aber knacken, das ist das Problem. Früher, ich habe diese Adat. Was ist Adat auf Deutsch? Ja. Gebrauch. Das, was man immer wiederholt. Macht. Zum Beispiel, früher immer meine Finger knacken. Jeden Tag ein paar Mal. Später habe ich gemerkt, ich habe keine mehr Kraft. Wie behinderte Finger habe ich. Ja. Habe ich sofort aufgehört, dann wieder stabile. Wirklich. Wenn du selber immer eine Stelle knacken, später hast du keine mehr Kraft. Weil die Knacken, das ist wie eine Gelatine, die bleibt immer behalten. Ja. Im Knacken, der geht immer weicher. Und hast du hier wie Probleme in deinen Fingern und sowas. Ja. Ich kann noch zu mir sagen, ich nehme viele Supplements wie Magnesium für Gelenke und noch andere Vitamintabletten und so. Du musst das.
Kuhfuß Schorba machen, ja, alles Vitamine machen oder alles immer trinken jeden, ja, Tag. Ja. Kuhfuß ist Schorba. Schorba ist Nerven drin, Muskulatur drin, Kelepacha, und Kelepacha, Allah, das ist original Türkisch. Kelepacha muss immer trinken und essen. Dann bist du eine gute türkische Bock. Heide Türke. Setzen. Otur. Bismillahirrahmanirrahim. Weißt du, was Abu Sultan immer sagen, erste Wort? Was? Ja, Schafi, ja Allah. Ja, Schafi, ja Allah. Bismillah, ja Schafi. Hast du ja auch Schmerzen da? Ja. Da auch? Ja, ich kann aber Schmerzen gut aushalten. So. Kannst du behalten, Schmerzen? Ja, aber das tut schon weh. Hier, guck mal, das ist alles trocken bei dir. Ja. Hier, das spielt deine Nerven, Muskulatur ist wie alleine und Haut alleine. Ja. Da musst du heiß Kelepacha viel essen. Bismillah. Wallah, Bruder, du musst so viel Fleisch essen. Ja. Kelepacha essen. Ja. Du bist viel zu dünn. Ich muss auch Fitness, Proteine. Hast du Probleme? Ja, beim letzten Halswirbel ist die letzten drei sind so nicht schön. Ja? Die Punkte. Wenn ich den Brustwirbel nach Halswirbel, so von oben herab. Aber Körper ist gut, ja, ne? Es ist kein Unfall, keine Verletzte und sowas. Nur einmal Schulter, so, aber sonst kein großer Unfall. Kein Problem. Die macht dich komplett, alle deine Knochen überholt, inshallah. Mit Abu Sultan Tadawi, osmanische Tadawi. Inshallah geht alles gut, bi'iznillahi ta'ala. Aber versprochen, du musst auf mich versprochen, viel Kelepacha essen. Ich habe noch nie gegessen. Liebst du auch, ne? Kelepacha, oder? Nein, ich habe noch nie gegessen. Musst du. Geruch. Hier bei türkischen Restaurants gibt es genug Kelepacha. Aber Geruch, nicht gut. Ja. Heide, viel locker. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oh, shit. Bismillah. Ja. Bisschen besser? Viel besser. Das spielt besser. Bismillah. Wie alt bist du? 26. Warum? Man sagt ja, ist ja gut, jünger auszusehen, vielleicht ja, später. Gut. 26 ist gut. Aber du musst auch ein bisschen 10 Kilo mehr haben. Ja, Muskeln aber. Ja. Ich war früher sehr übergewichtig und dann wurde ich krank. Ja, schnell 40 Kilo abgenommen. Aha, Bismillah. Weißt du, gibt es auch ein 10 bei Abu Sultan, ja, ne? Ja, ja. Ich habe schon sehr viel gemacht. Hast du versucht, auch deine Ohren gezogen? Ich habe geschafft, aber nicht immer. Ich mache Antworten. Bismillah. Einmal aufstehen. Und da, einmal Hände auf dem Gesicht. Und schön, schön zurück auf meinen Bauch. Ja, nochmal, nochmal, nochmal. Gut, Finger zusammen rein. Einmal voll locker. Gut, Maschallah, heidi. Setzen, einmal kleine Test. Kein Schmerz. Schmerzen da? Hier, guck mal, Maschallah, deine Hände sind wie Kelepacha-Schorba. Ja. Du musst doch immer versuchen, diese Kelepacha. Ja, irgendwann überwinden. Gut. Mach mal deine Hand, guck in deine Hand von hinten zurück. Du hast gesagt, ein bisschen besser. Ja. Andere Hand. Gut, ja, fast die gleiche. Ja, schon. Wie ist das denn, wenn er die zwei Hände benutzt, versuchen zu halten? Also so. Genau. Ja. So heißt es gerade. Gut. Okay. Ja, das ist schon bei dir. Gut. Jetzt haben wir noch nicht fertig. Haben wir noch nicht fertig. Komm, jetzt die zweite Therapie unter Darbat Abu Sultane. Du musst jetzt auf dem Bauch schlafen, Kopf da. Mashallah, ihre Haare wie Jackie Chan, ja? Ich dachte, dieser Mann Jackie Chan. Aber gibt es auch türkische Jackie Chan? Weiß ich nicht. Warum nicht? Vielleicht türkische Jackie Chan, diese Batal Ghazi oder Chaban. Chaban. Der hat Spaß. Kennst du Chaban Batal Ghazi? Yes. Guck dir beide dieselbe Serie, oder was? Bismillah, ja, Shafi. Bismillah. Bismillah. Wallah, Bruder, musst du was essen, ja?
unter meinem Handy nur Knochen. Ja, ich habe letzten Monat schon 10 Kilo abgenommen. Nein, nicht abnehmen. Ja, ich mache nicht extra. Nein, Bruder, essen bitte. Ja, Bruder. Hier, Knochen. Also. Ja, wir müssen kurz Pause machen, weil ein junger Mann reinkam und uns Essen angeboten hat. Ja. Was das, sehr nett ist. Ne? Das ist sehr gut, aber tut mir leid, wir sind gerade Frühstück gemacht. Dieser Mann nur Knochen, ja? Bruder, 10 Kilo musst du wieder überholen, ja? Diese 10 Kilo, du hast so Fehler gemacht, 10 Kilo. Aber mit Essen und Fitness. Ja. Hier, Knochen, wo soll ich knacken? Soll ich deine Haut knacken? Ja, bei mir, ich bin gelenkig, man muss vielleicht ein bisschen fester, ich weiß nicht. Komm nach Deutschland, ich mach Kalapacha für dich. Also, ich bring Pastor mal mit. Seite schlafen. Okay, welche Seite? Da, komm, diese Seite. Komm. Gut. Drehen. Noch. Gucken, da mit Kopf, da. Ja. Andere Seite. Da. Gut. Drehen. Ich, Allahu Akbar, was ist das? Ja. Zurück. Gut. Wie hat sich das bis jetzt so angefühlt so für dich? Das war richtig befreiend, muss man sagen. Natürlich, es selber zu machen, ist immer unkontrolliert und man trifft nie das, was man genau will. Mhm. Und wenn es jemand mit viel Erfahrung macht, dann kann er wirklich die Stellen, die eigentlich Probleme verursachen, gezielt treffen. Und ja, ich kann sagen, bis jetzt war es sehr befreiend und ich bin sehr froh, dass ich gekommen bin. Danke. Dieser Mann hat nur einen Fehler, 10 Kilo abgenommen. Bitte mach deine 10 Kilo wieder zurück. Sonst geht nicht. Der ist viel zu dünn. Und wenn einer hat keine Kraft und Muskulatur, das ist automatisch, die alle Knochen geht, automatisch schwach. Die Muskulatur muss befestigen. Jetzt zum Beispiel Rücken. Wenn du keine Muskulatur da an der Seite Rücken, hast du immer Probleme. Letztes Mal habe ich einen Rücken getestet, keine Muskulatur. Und ich habe gesagt, du bleibst du immer krank. Bandscheibe. Hinten muss einmal genau wie zwei Stangen, muss immer fest, immer muss die Wirbelsäule immer befestigen. Wenn du keine Befestigung hast, hast du immer Probleme. Also keine Muskeln und schon fangen die Probleme. Ja, der muss Muskel bauen. Dieser Mann muss wieder viel Kalapacha essen, viel Chorba, Meljamak Chorba sie und alles weitermachen. Ja, haben ihn noch nie bekommen. Ja. Jetzt Augen zu, Mund zu, geh nach Adana. Nieder. Der lieb Nida. Nida Adana, diese Ecke, ja, geh dahin. Chai trinke mit Familie. Bismillahirrahmanirrahim, ja Chef, ja Allah. Mund zu, mit dein Herz lesen. Sag ja Allah mit Herz. Bismillah, ja Chef. Allahu Akbar. Das ist er gewesen. Bismillahirrahmanirrahim. Das ist er gewesen, ja. Hast du was gesehen? Ich habe gespürt und genau das, was ich nie konnte. Ich hab dich geschickt bei deiner Opa. Hast du Opa gesehen? Ja, ich glaube, er hat die Opa gesehen. Ja, oh mein Gott. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, dann habe ich ihn gezogen mit voller Angst. Ja, der ist nur... Diese Türke essen nur Chorba, ja? Nicht nur Chorba essen. Fleisch, Nervenfleisch, Heide. Einmal aufstehen und testen. Unter Barbar Abu Sultan. Yes. Die Frage ist, was erhoffst du dir jetzt von Abu Sultan? Hat das was gewirkt? Also ich habe ja am Anfang gar nicht, aber bevor ich gekommen bin, schon ein bisschen meine Rückenmuskulatur nicht so gut gespürt. Und bevor ich gekommen bin, auch schlecht. Jetzt spüre ich alles super. Also so eben wie, ich war so blockiert, dass meine Schulter nicht die Rückenmuskeln gut anspannen konnte. Viele es löschen? Ja. Viele löschen? Ja, danke vielmals. Alhamdulillah, sau, danke schön. Diese Türke, der muss jetzt alles auf Türkisch sprechen. Kennst du Türkisch sprechen? Ne? Ja. Sag für deine Leute, was hat Abu Sultan geholfen?
auf Türkisch. Sag Abu Sultan, soll die türkische Leute bei Abu Sultan kommen, soll die türkische Leute Beylaçın machen, immer meine Videos. Haydi, söyle. Yani ben büyük sorunlarla geldim. İşte sırtım ağrıyordu, omuzumu doğru hareket edemiyordum. Ve burada da birçok tedavi gördüm. Burada sanki sorunları tam değil de tedaviyi uzatmak istiyorlar. Ama Abu Sultan, yani bu kısa gördüğünüz dakikalar içerisinde gerçekten o diğer terapistlerde saatlerce zaman harcadığımın 100 katını, gerçekten 1000 katını burada kısa sürede yapabildi. Sırtım çok iyi, kaslarımı iyi hissediyorum. Herkese tedavi tavsiye edebilirim. Ve yani bunu diyebilirim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hâdâ min fadli Rabbi. Subhâne Rabbiyel Alâ. Yani... Yani komm mit voll Liebe, mit voll Erfahrung, Abu Sultan will Ihnen helfen. Alhamdulillah haben wir Ihnen geholfen, mit Allah Hilfe, mit Allah Gesundheit. Yani Allah gibt alles für uns. Und ich bedanke Allah immer, gibt es auch Gesundheit unter meine Hände für diese so Leute, Alhamdulillah, sofort geholfen. Allah mit Gesundheit Allah hat mich... Wasila, ich bin Wasila, sonst Wasila, Helfer und Sebab. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aber ich bedanke immer Allah, immer Gesundheit geben für die Leute unter meine Hände. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kam magen Abu Sultan, Khashniye Therapie und Heide Bramigo.